Bereits zum 8. Mal wird in diesem Jahr der Lions Adventskalender aufgelegt. Für nur 5 Euro bekommt man die Möglichkeit, einen der rund 400 attraktiven Preise zu gewinnen. Das Motiv vom verschneiten Konrad-Adenauer-Platz im Winter 1951-52 stellt das Stadtarchiv zur Verfügung. Der Hintergrund des Weihnachtskalenders ist, dass wir mit dem Kalender Geld sammeln. Das heißt also, man zahlt 5 Euro für diesen Kalender und der Kalender ist eine Art Lotterie. Also hinter jedem Türchen befindet sich ein Preis und auf dem Kalender vorne drauf eine Losnummer. Mit dieser Losnummer können Sie dann feststellen an dem jeweiligen Tag, ob Sie gewonnen haben. Das heißt, Sie machen ein Türchen auf, Sie sehen dort Büchergutschein 25 Euro und Sie haben eine Losnummer. Dann rufen Sie die Stellen an, die auf dem Kalender hinten auf der Rückseite angegeben sind. Und die sagen Ihnen dann, ob dieser Preis mit dieser Losnummer übereinstimmt, dann gehört Ihnen der Gewinn. Der Reinerlös wird den Grundschulen im Stadtgebiet für Spielgeräte, Musikinstrumente und vieles mehr zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.lions-adventskalender.net. Auch den Bergischen Kalender für 2011 gibt es ab sofort im Handel. Darin finden sich viele interessante Geschichten und Berichte aus der Region, wie zum Beispiel Pizza und Pasta im Deutschen Haus, Willibert Pauls der Bergische Jung, Strauße im Bergischen Land und als Gimmick ein Panoramabild des Bergischen Landes. Mehr Informationen finden Sie unter www.bergischer-kalender.de. Die erste Mannschaft des SV09 konnte erneut 3 Punkte einfahren. Mit 1:3 gewann das Team von Lars Lese in Rhinern und könnte bereits am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Alemannia Aachen 2 die Abstecksränge verlassen. Die Tore in Rhinern schossen Ayet Chabani und Jairo Massler. Die B-Jugend des SV09 verlor in der U17-Bundesliga gegen den 1. FC Köln mit 0:3. Trotz guter Ansätze konnten die Jungs von Trainer Ismail Kaya kein Tor erzielen. Tim Hechler konnte zumindest einen der 2 Elfmeter des FC parieren. Trainer der Domstädter war zu diesem Zeitpunkt noch Ex-Profi Dirk Lottner, der nur wenige Stunden später zum Co-Trainer der ersten Mannschaft des 1. FC Köln befördert wurde. Patrick Esser, Bergischer Jung, erfolgreicher Unternehmer und Trikotsponsor des SV09, wird am 01.11.2010 das Amt des Vereinspräsidenten beim SV09 übernehmen. Damit erlebt Trainer Lars Lese bereits den 5. Präsidenten während seiner Zeit als Chefcoach der ersten Mannschaft. Wir wünschen dem neuen Präsidenten viel Glück und Erfolg. Gleiches gilt auch für den ausscheidenden Norbert Cox, der in den vergangenen Jahren eine souveräne Leistung für den Verein hingelegt hat. Mehr Informationen unter www.bergischgladbach09.de. Das Innenstadtprojekt Stadtgestalten Bergisch Gladbach startet mit einer ersten Baumaßnahme. Schon am 12. November kommt am Bahnhof der Bagger zum Einsatz. Die alten Fahrkartenhäuschen am Bahnhof werden abgerissen und machen Platz für ein grünes Baumdach, das noch in diesem Jahr angepflanzt wird. Auch Musterflächen am Bahnhof werden demnächst zu besichtigen sein. Nach langen Planungen und intensiven Diskussionen in der Öffentlichkeit rücken die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds, der Fußgängerzone und die Offenlegung der Strunde damit in greifbare Nähe. Auf wackeligen Füßen steht derzeit aber noch die Finanzierung einiger Projektabschnitte. Bisher wurden lediglich 2,5 von insgesamt benötigten 11,1 Millionen Euro bewilligt. Für 2011 muss daher noch nachverhandelt werden. Schon jetzt hinken die Projekte den Zeitplan hinterher und auch auf der Webseite von Stadtgestalten finden sich lediglich Berichte bis Mai 2009. Sicher ist aber, dass 52 der 55 Baumstandorte bestehen bleiben. 31 Neupflanzungen sind geplant. Mehr Informationen unter www.stadtgestalten-gl.de.